Drei Tage später an der Grenze des Brachlands. Kapitel 8: Von Dämonen gejagt. Wenn der Prophet recht hat, liegt das Lager der Warsong gleich hinter jener Kuppel. Wir sollten uns kampfbereit machen. Ich weiß, Kerr. Ich dachte nur, der Tag würde nie kommen, da ich gegen mein eigenes Volk kämpfen müsste. Vergesst eines nicht, Thrall. Mit diesem Seelenstein könnt ihr den Geist eures Freundes Hellscream fangen, ohne ihm weh zu tun. Doch ihr müsst ihn sofort ins Lager bringen, damit wir Grom aus den Klauen der Dämonen befreien können. Ich danke für eure Hilfe, Miss Proudmoore. Wieder ein Tag, den ich nicht zu erleben erwartet hätte. Da sind wir schon zwei. Ich kehre in mein Lager zurück und helfe euch, so gut ich kann. Viel Glück, meine Herren. Entschuldigung, wenn ihr gerade einen Huster gehört habt. Um euch herum, Kriegshäuptling. Sie spüren euren Zorn, euren Kummer. Hellscream ist wie ein Bruder für mich, Kerl. Aber er und sein Clan stehen unter dem Einfluss der Dämonen. Wenn ich ihn nicht retten kann, könnte mein Volk für alle Zeit verflucht sein. Und damit lockt er, meine lieben Zuschauer. Und hier sind wir wieder in Warcraft 3. Ich komme letztendlich nicht dazu, regelmäßig aufzunehmen. Das tut mir leid. Das werde ich versuchen, irgendwie zu beheben. Hauptquest: Hellscream, Grom in Seelenstein fangen. Grom zu Janas Ritualkreis bringen. Okay, hier haben wir einen Seelenstein. Und da oben, da ist so ein komischer Grom. Ja, den sollen wir jetzt holen gehen. Das wird hoffentlich nicht so schwer. Ich lege nur gerade, komm, mal erstmal die Rüstung hoch. Zack, und das ausbauen sofort. Geht ja nicht anders. So, wir gucken direkt mal, was die so haben. Ah, wir haben ja mein Fernsicht, genau. Die nutze ich übrigens viel zu wenig. Da oben ist nix, oder? Steht das? Na, ich weiß nicht. Aha. Wollte gerade schon sagen, da hinten drauf ist Grom oder was? Jo. Wie viel Leben? 1,3. Oh, da kann man so weit schon irgendwie durchschlagen. Ja, da kann man sich durchschlagen nachher. So. Noch ein davon mal. So, was machen denn die lieben Menschen da? Das sind jetzt unsere Verbündeten. Merkwürdig, nicht? 9k Gold, anscheinend uns einfach mal was abzugeben. Wir können auch einmal Folgendes machen. Viel Spaß. Ah, die rennen da lang. Ich muss gerade erst aufgestanden. Und normalerweise würde ich jetzt niemals aufnehmen, nachdem ich gerade mal aufgestanden bin. Wir dienen nur noch der Legion. Mhm. Fresse. Du dienst mir. Niemand anderem. Ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Tut mir leid. So. Also es sind schon einige Gegner dazwischen. Hier ist ein ganzes Lager, das wir gut machen müssen. Okay, das kriegen wir ja schon irgendwie hin. Jetzt sollten wir vielleicht aber einen Katapult mitnehmen. Hätte ich ungern nicht dabei. Und ich hätte auch gern, dass der da Kampfrausch kann. Ausbau abgeschlossen. So. Werde auch vielleicht gleich mal ein Let's Build aufnehmen, aber ein Let's Speed Build, das werdet ihr dann sehen, wie es ist, wenn ich es überhaupt mache. Ich hoffe mal, dass ich mich dran denke gleich. Okay, nochmal so 2. Na, wird nicht einfach, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Ich will gerade, ob ich das Spiel auf schwer oder leicht oder auf Mittel spiele. Ich weiß es gar nicht, was ich jetzt eingestellt habe. Könnt ihr jetzt auch nicht wissen, weil ich habe ja das ganze Spiel neu starten. Deswegen haben wir auch keine Items, deswegen wird es auch jetzt nochmal ein Stück schwerer. So, starten wir einfach mal, komm. Dann das mit Berserker müssen wir dann warten lassen. Moment. Ja, komm. Abgeschlossen. Hätten wir doch schon mal eine zweite Kaserne bauen sollen. Nee. Der ist übrigens auf Steuerung 3. Unsere Verbündete Steuerung abgeschlossen. Ist nicht mein Problem. Die Luschen sich nicht verteidigen können. Ja, wir gehen übrigens gerade übelst falsch. So, alle dahin stellen.
Tralalala. Tralali, tralala. Alter, wie viel Leben haben die denn? Ah, der hat das Upgrade gekauft. Wie viel Rüstung haben die denn auch? 3, 3, alles voll, klar. Nehme ich auch, ey. Okay. Das macht das Ganze dann nochmal ein ganzes Stück schwerer. Berserkerkraft sollten wir auch wirklich auch erlernen, weil das ist einfach nur episch. So, ihr bleibt alle da stehen. Nur das Katapult soll da angreifen vorerst. Raus, Katapult. Ah, die halten aber extrem viel aus und das nervt mich. Ja, das ist sehr schön. Oh nein. Ich erinnere mich. Es ist unschön, dass hier was jetzt passiert. Gott, das kann was werden. Kämpft weiter, meine Krieger. Wir müssen zu Hellscream, ehe es zu spät ist. Jupp. Bin nur schwer. Genau deswegen. Der hält noch so viel aus, das ist nicht mehr normal, ey. Ja, Ork tot. Danke sehr übrigens fürs Angreifen. Freut mich sehr, dass du hier bist. Hat jetzt halt so viel zum Verteidigen da. So. Also viel Truppen meine ich. Ich hasse diese Stelle. Nur dass ich jetzt auch schon gerade voll viele Einheiten hier oben verloren habe. Dahin müssen wir wohl. Ja, die kriegen wir ja wohl noch. Nee, nee, ah, du bist so ein Idiot. Naja, komm. Ich bin blöd. Hätte doch einfach weiter schlafen lassen können. Egal, die geben nur Gold, schadet nicht. So, mein Freund. Ah, wir können auch das da mal bauen. Danach gehst du wieder ins Holz, weil es sind genug am Gold und zu wenig am Holz. Rolle des Schutzes, nice. Das da, das da, das da, das da. Ich sehe mir gerne, wenn sowas noch Sachen drin sind. Und, na, ich glaube, wir müssen so langsam weiter, weil es könnte echt knapp werden mit diesem der Himmel brennt Zeugs da. Das ist nicht so schön. So, Moment, wie machen wir es am allerbesten? Am allerbesten wäre die Taktik. Moment, das machen wir sogar gleich. Nein, halt, du, der da rauskommst, du baust mir neue Türme. So, bist du ready? Du bist ready. Ah, Maske des Todes, by the way. Nice! Geil, jetzt haben wir sogar einen Tank. So, du rennst vor. Arbeit abgeschlossen. Ja, waren jetzt alle so eine Zeit lang darin gestunt. Gott! Ist ja ernst, oder? Scheiße. Weiß nicht, ob das hier noch so viel wird. Sieht gerade sehr ungut aus. Aber wir müssen weiter. Scheiße. Oh Gott, ob das noch was wird. Wenn der Tauern da ist, haben wir schon mal eine bessere Chance, aber.
Ja, am besten, wir müssen noch zurück. Müssen einfach. Genau deswegen. So, der Taure kann jetzt die beiden weghauen, der macht das schon irgendwie. Gib ihn! Auf jeden Fall sie mal lange aufhalten. Oh, hi, na, alles klar. Jo, der hat uns gerade so ein bisschen das Leben gerettet. Ich bin stolz auf dich, lieber Taure. Was? What the f... So. Irgendwie haben wir es dann ja doch noch geschafft. Wobei fast alles kaputt gegangen ist, by the way. So. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich hier, wenn hier alles wieder aufgebaut ist. So, hallöchen, ich habe ein Fail gehabt. Und zwar haben wir jetzt hier ein bisschen weitergemacht. Ich habe alles wieder aufgebaut, wir wurden wieder angegriffen. Dann wurde irgendwie durch die Menschen viel gepusht. Und jetzt bin ich einfach mit meinen Drachen hinterher geflogen. Habe bis jetzt leider nicht aufgenommen, weil ich einfach nicht gecheckt habe, dass die Menschen hier so am Pushen sind. Und deswegen haben wir jetzt hier ein paar viele Flügeldrachen, Menschen hier. Und ja, ihr seht es einfach. So, wir haben jetzt, ich habe jetzt meine Lieblingskombi, die ich auch im normalen Online-Modus empfehlen würde euch. Die habe ich nicht noch so aus den alten Zeiten, und zwar davon mehrere von Schamanen und viele Flügeldrachen. Die Schamanen buffen die Flügeldrachen mit dem Kampfrausch, dem guten. Sollte man vielleicht auch mal aktivieren. So, Kampfrausch macht nämlich folgendes: Die Einheiten greifen 40% schneller an und 25% mehr Bewegungstempo haben sie. Das hört sich nicht viel an, ist aber extrem. So. Gib ihm. Und jetzt pushen wir einfach durch. Jetzt muss es mit dem Push klappen, sonst sind wir am Arsch, weil wir gerade keine Basis haben. Nur mal so, by the way. Weil es wurde ja alles wieder runtergepusht. Ich baue schon mal ein bisschen auf, falls es nicht funktionieren wird. Ich merke schon, dass unsere Flügeldrachen mittlerweile so ein bisschen down gehen. Da kommen noch mehr, die werden sie hören nie auf anzugreifen. Das ist einfach das Nervige daran. So, wir brauchen jetzt unbedingt den Seelenstein. Wir müssen den Typ gleich fangen. Und dann müssen wir da runter wieder rennen. Wie gesagt, muss jetzt funktionieren. Das ist aber ein großes Problem. Was sind das eigentlich für welche? Ich mag sie nicht. Oh, und sie haben auch Fernkampf, toll. Hallo, Nadiga. Nee, halt. So. Jetzt alles hinterher. Boom. So, gib ihm. Stun, gib ihm. Also mit dem Drachen war das eigentlich eine ganz gute Idee. Anders hätten wir es wahrscheinlich nie geschafft. Ja, komm mit mir. Ins Kinderparadies.